Hallo und herzlich willkommen zum Dialog Gesundheit, der kostenlosen Vortragsreihe des Klinikums Leverkusen. Wir widmen uns immer einem Thema und heute lautet dieses Thema Vorhofflimmern, Turbulenzen im Herz. Und ich begrüße hier im Studio Professor Dr. Peter Schwimberg. Hallo, schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Sie sind Klinikdirektor der Medizinischen Klinik 1 für Kardiologie, internistische Intensivmedizin und Hochdruckkrankheiten. Er hat in Bayern studiert, in Kalifornien als wissenschaftlicher Assistent gearbeitet, in Berlin leitender Oberarzt und dort auch habilitiert und seit 2004 bereits am Klinikum in Leverkusen tätig. Zudem Mitglied in mehreren Gremien wie der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, Prüfer bei der Ärztekammer und. Ich glaube, wenn ich alles aufzähle, dann dauert das hier alles viel zu lange. Herr Professor Dr. Schwimberg, ganz offene Frage direkt zum Start. Das Herz liegt Ihnen am Herzen. Warum? Was fasziniert Sie an diesem Fachgebiet der Medizin? Ach, das Herz ist ein sehr interessantes Organ. Es ist ja der Motor sozusagen für unseren ganzen Körper. Und man kann am Herzen auch viel machen. Ich bin ja auch ein Mensch, der gerne auch mal ein bisschen manuell was arbeitet. Bin begeisterter Heimwerker. Und am Herzen kann man auch viel machen. Und man sieht auch dann wirklich den Erfolg. Ein Patient, der mit Herzinfarkt zu uns kommt, der schwerst krank ist. Und dem kann man helfen, ist einfach schon wirklich schön. Und es ist kein Zufall, dass Professor Dr. Schwimberg heute hier bei uns zu Gast ist, denn im November laufen wieder die bundesweiten Herzwochen. Was ist Sinn und Zweck dieser jährlichen Herzwochen? Die Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind ja immer noch die führende Todesursache Nummer 1 in Deutschland und auch weltweit. Mehr als zum Beispiel auch Tumorerkrankungen. Und wir wollen einfach die Deutsche Herzstiftung, die sie organisiert, und wir Kardiologen, wir wollen einfach Interesse und Aufmerksamkeit wecken für diese Erkrankungen. Häufig ist es ja so, dass die Leute gar nicht merken, dass sie eine solche Erkrankung haben. Wir wollen da eben wirklich die Aufmerksamkeit wecken, dass die Leute auch zur Vorsorge gehen, damit man eben nicht danach erst den ersten Arztkontakt hat, wenn schon das Ganze hochdramatisch ist und die Leute schon größeren Schaden genommen haben. Thema bei diesen Herzwochen ist in diesem Jahr das Vorhofflimmern und deswegen befassen wir uns auch heute mit diesem Thema, hören dazu gleich einen Vortrag von Professor Dr. Schwimberg. Rund 1,8 Millionen Menschen leiden an dieser Herzrhythmusstörung und in seinem Vortrag wird Professor Dr. Schwimberg gleich über dieses Vorhofflimmern ja uns ein bisschen aufklären, Behandlungsmöglichkeiten aufzeigen und uns auch mit hinter die Kulissen nehmen. Wir waren mit einem Kamerateam bei einer OP von Professor Dr. Schwimberg dabei. Wir wollen jetzt nicht zu viel vorwegnehmen schon, aber das Klinikum Leverkusen mit seiner Ausstattung, wo steht das von der Modernität her? Von der Modernität her sind wir jetzt absolut top. Wir haben seit Anfang des Jahres neue Herzkatheterlabore, 3 Stück, davon einer auch ausgebaut als Hybrid-OP. Wir sind da wirklich, wir können jetzt mit jeder anderen Klinik in Deutschland und auch weltweit mithalten. Wir sind auf neuestem Stand. Da sind wir gleich gespannt auf die Einblicke, die wir einfangen konnten. Bevor es jetzt losgeht mit dem Vortrag, der traditionelle fast schon Hinweis darauf, dass natürlich auch Sie sich heute beteiligen können und beteiligen sollen. Schicken Sie uns Ihre Fragen zum heutigen Thema, Ihre Fragen an Professor Dr. Schwimberg. Einfach die Kommentarfunktion unter dem Videofenster nutzen und dann kommen die Fragen hier zu uns. Und nach dem Vortrag werden wir diese dann hier bearbeiten. Soweit der Vorlauf und Professor Dr. Schwimberg, jetzt Ihr Vortrag zum Thema Vorhofflimmern, Turbulenzen im Herz. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte und wir wollen auch gleich loslegen. Ja. Was ist Vorhofflimmern? Vorhofflimmern ist, das ganz banal gesagt, die häufigste Herzrhythmusstörung. Die Vorkammer schlägt beim Vorhofflimmern völlig außer Takt. Die schlägt so bis 600 Mal pro Minute, kann sich damit nicht mehr richtig füllen und damit auch kein Blut mehr auswerfen. Das Vorhofflimmern ist nicht direkt lebensbedrohlich. Sagen wir den Patienten, da fallen sie nicht gleich tot um. Allerdings, es gibt sehr ernste Folgen. Schlaganfall kann auftreten, wenn sich Blutgerinnsel bilden im Vorhof, die dann ins Gehirn geschwemmt werden. Und es kann auch zu Herzschwäche kommen. Gut, wir haben es vorher schon gehört, es ist wirklich eine Volkskrankheit. 1,8 bis 2,0 Millionen Menschen in Deutschland sind betroffen. Und was ganz wichtig ist, das Risiko steigt mit dem Lebensalter. Wenn Leute unter 50 Jahren, die sind noch in weniger als 1% betroffen. Wenn Sie aber gucken, über 75 Jahre ist bereits 10% sind davon betroffen. Und über 80 Jahre sind es über 15%. Da wir alle älter werden, was ja auch sehr gut ist, steigt natürlich auch die Zahl der Patienten mit Vorhofflimmern deutlich an. Das Vorhofflimmern ist nicht bloß bei uns ein Problem. Sie sehen hier
eine Weltkarte, wie viele Leute sind betroffen. Und Sie sehen hier, all die dunklen Flächen sind betroffen, mehr als 900 Betroffene pro 100.000 Einwohner. Und Sie sehen hier, wir sind bei Orange 700 bis 899, aber sind auch nicht weit weg. Die ganzen entwickelten Ländern, auch Skandinavien, erstaunlicherweise relativ hoch. In Drittweltländern ist es deutlich weniger, aber die werden natürlich auch nicht so alt, die Leute. Die haben auch andere Probleme mit zum Beispiel Infektionskrankheiten. Gut, was sind die Risikofaktoren? Die Risikofaktoren, der Hauptrisikofaktor ist der Bluthochdruck. Bluthochdruck, ca. 70% der Leute, die Vorhofflimmern haben, haben auch Bluthochdruck. Aber zweithäufigste Erkrankung ist schon die koronare Herzerkrankung, die häufig dann auch zur Herzschwäche führt. Aber Herzschwäche kann auch ohne koronare Herzerkrankung auftreten. Auch noch eine häufige Ursache ist Überfunktion der Schilddrüse. Wenn die Schilddrüse zu viel Hormon produziert, kann es den Rhythmus instabil machen, es tritt Vorhofflimmern auf. Auch Herzklappenerkrankungen sind wichtig. Die Leute werden älter, deswegen gibt es viel mehr undichte Herzklappen. Aber es kann auch auftreten in Stresssituationen, wobei hier auch akute Erkrankungen, zum Beispiel auch Infektionen mit zum Beispiel Corona, auch da sehen wir häufiger Vorhofflimmern und auch Operationen. Und was natürlich ein großer Risikofaktor auch ist, ist die körperliche Inaktivität, die leider bei uns, aber in Deutschland und auch in den entwickelten Ländern sehr verbreitet ist. Gut, jetzt kommen wir natürlich dazu, wie ist das Herz gesteuert? Das Herz ist ein sehr hierarchisches Organ. Es gibt einen sozusagen Anführer und der gibt den Takt vor. Das ist der sogenannte Sinusknoten. Der liegt hier oben im hohen rechten Vorhof. Der macht einen kleinen Impuls und der wird weitergegeben auf den sogenannten AV-Knoten, Vorhofkammerknoten, Atrioventrikularknoten. Das ist eine Kontrollstation, die sich die Natur einfallen hat lassen. Denn wenn hier Sinusknoten verrückt spielt und eben hier die Vorhöfe schlagen mit 600 Schlägen pro Minute und gar kein Blut mehr auswerfen können, wenn das ungefiltert weitergeleitet würde auf die Kammer, dann wären sie tot, denn dann hätten sie Kammerflimmern. Deswegen hat sich die Natur diese Kontrollstation einfallen lassen und dieser AV-Knoten, der lässt nur eine bestimmte Frequenz durch. Meistens so um die 100, um die irgendwie 70 bis 150 ist bei allen Menschen verschieden. Gut, was ist ein normaler Herzschlag? Normaler Herzschlag hängt auch vom Alter ab. Wenn Sie ein Kleinkind haben, ein Baby oder die Neugeborenen, 140 Schläge pro Minute. Kinder 100 bis 120, die Erwachsenen 60 bis 80. Wenn man älter wird, kann die Herzfrequenz auch wieder leicht ansteigen und Frauen haben tendenziell eine höhere Herzfrequenz als Männer. Gut, wie kann man das Ganze nachweisen? Sie sehen hier, das hat man schon seit vielen Jahren probiert. Sie sehen hier noch ein Seitengalvanometer von William Einthoven. Das war der Erfinder sozusagen vom EKG. Was der gemacht hat, wirklich in so großen Bottichen. Er hat hier die Spannung gemessen zwischen dem Arm und dem Bein. Und das wurde mit damals hervorragenden neuen Geräten, die heute natürlich etwas altertümlicher wären, abgeleitet. Man konnte aber damals auch schon die Differenz zwischen Spannungsdifferenz zwischen Arm und Bein sehen. Heutzutage gibt es natürlich andere Geräte, das ist hier ein recht einfaches. Wir haben hier in der Klinik auch modernere, die eben dann entsprechend auch eine Analyse machen von dem EKG. Was man da aber sieht, ist eben die normale EKG-Kurve. Wir sehen hier die P-Welle, das ist die Vorhofwelle. Da, wo oben der Impuls gebildet wird. Der wird weitergeleitet auf den AV-Knoten, Vorhofkammerknoten und das Myokard in der Hauptkammer, was viel dicker ist. Das wird erregt. Und deswegen ist die Zacke auch viel größer als die Vorhofzacke. Dann irgendwann ist die Erregung, der Impuls wieder zu Ende, er wird wieder zurückgebildet, es gibt noch die kleine Nachschwankung und dann beginnt das Ganze gleich wieder von vorne. Gut, wie sieht es jetzt beim Vorhofflimmern aus? Vorhofflimmern ist eben eine chaotische Impulse im linken Vorhof. Die entstehen meistens bei der Einbindung der Lungenvenen. Warum entstehen die dort? In den Lungenvenen, der linke Vorhof ist ja Herzmuskelzellen, Lungenvenen sind aber sind Gefäße. Die haben keine Herzmuskelzellen. Manchmal sind aber Herzmuskelzellen noch so kleine Inseln verstreut in den Lungenvenen. Und diese Herzmuskelzellen, die kennen nichts anderes als Impulse abgeben. Und die feuern dann von ihren kleinen Inseln, sie haben ja keinen direkten Kontakt zu anderen Herzmuskelzellen, einfach dazwischen. Und das kann den Rhythmus durcheinander bringen. Und das führt dann dazu, dass es hier eben so kreisende Erregungen gibt mit 600 Schlägen pro Minute. Und das führt dann eben dazu, dass der Vorhof überhaupt nicht mehr richtig pumpen kann.
Der AV-Knoten, den wir zuerst gesehen haben, die Kontrollstation, lässt dann eben entsprechend Schläge weiter, aber sie gibt eben unregelmäßig weiter. Und das führt dazu, dass bei normalen EKG, Sie sehen hier alles gleiche Abstände, die Vorhofwelle, die Kammerwelle, und hier beim Vorhofflimmern haben wir eben komplett unregelmäßige Herzschlagfolge. Zum Teil kann die Herzschlagfolge auch unregelmäßig sein, aber normal schnell mit einer Frequenz von 60 bis 80. Gut, neben der Einteilung eben Es gibt ja die Einteilung vom Vorhofflimmern. Da gibt es eben, wie lange besteht es. Und da gibt es das erstmalig diagnostizierte Vorhofflimmern. Das ist eben, wenn es das erste Mal auftritt. Es gibt dann das anfallsweise auftretende Vorhofflimmern, das paroxysmale Vorhofflimmern. Das ist einfach kurze Phasen von Vorhofflimmern, die auch selber wieder weggehen. Dann gibt es das anhaltende Vorhofflimmern, persistierend. Davon spricht man, wenn es 7 Tage bis maximal 2 Jahre angehalten hat. Und dann gibt es noch das dauerhafte, das permanente Vorhofflimmern, mehr als 2 Jahre bestehend. Daneben kann man auch das Vorhofflimmern einteilen nach der Beschwerdesymptomatik. Es ist eingeteilt nach der European Heart Rhythm Association, ist einfach eine Vereinigung, die sich eben hier verschrieben haben, der Rhythmusstudium und der Forschung. Und die haben so eine Skala vorgegeben von 1 bis 4, wie die Symptome sind. 1 heißt einfach keine Symptome, 2a leichte Symptome, aber nicht groß beeinträchtigend. 2b mittelschwere Symptome, der Patient spürt sich schon und ist verunruhigt. 3 sind schwere Symptome, normale Alltagstätigkeit ist gar nicht mehr möglich, die Leute müssen sich einschränken. Und 4 behindernde Symptome, auch kleine Belastungen sind nicht mehr drin. Gut, so kommen wir zum nächsten Punkt, zur Diagnose von Vorhofflimmern. Die Diagnose kann hier eben von den Symptomen erfolgen. Symptome sind aber recht unspezifisch. Herzklopfen, Schwitzen, Angstzustände, Luftnot, Wassereinlagerungen, alles Mögliche, auch Schmerzen in der Brust. Schmerzen in der Brust eben dadurch, wenn das Herz sehr schnell schlägt, braucht das Herz viel Blut. Deswegen kann man einen Druck auf der Brust haben. Das sind aber alles Symptome, die kommen auch bei anderen Erkrankungen vor, auch Schwindel. Man sollte eben einen Arzt aufsuchen, damit die abgeklärt werden. Und was ganz wichtig ist, Vorhofflimmern kann auch ohne Symptomatik auftreten. Und es ist eben auch ganz wichtig, bei vielen Betroffenen tritt das Vorhofflimmern nur phasenweise auf. Deswegen nicht immer. Der Betroffene geht zum Arzt. Ich habe da so Herzrasen gehabt, der Arzt macht ein Ruhe-EKG, man sieht überhaupt nichts. Das ist häufig der Fall und bedeutet aber nicht, dass man kein Vorhofflimmern hätte. Was man eben hier machen kann, wenn man eben verspürt, dass das Herz vermeintlich rast, man kann den Puls selbst tasten. Man kann auch den Blutdruck messen, denn die Geräte, die können auch eine Rhythmusstörung feststellen. Und man kann auch sogenannte Wearables verwenden, neuer Ausdruck, sind einfach Sachen, die man trägt, wie zum Beispiel solche Uhren, Smartwatch und wie sie alle heißen. Oder auch man kann auch mit dem Handy das EKG aufzeichnen. Pulsmessung, Sie kennen das, wie macht man es? Man geht eben her, drückt hier oder kann hier tasten den Puls. Und das ist eben, ja, wenn man einigermaßen geübt ist, kann man den schon tasten und man kann sehen, ob der regelmäßig kommt oder nicht. Aber der kommt beim Vorhofflimmern unregelmäßig, aber es gibt auch andere Rhythmusstörungen, die auch zu Unregelmäßigkeit führen. Deswegen ist es für einen Laien nicht immer wirklich einfach, aber auch nicht für einen Arzt, am Puls zu entscheiden, welche Rhythmusstörungen sind es. Gut, erkennen können Sie auch die Blutdruckmessgeräte. Es gibt die Oberarm-Blutdruckmessgeräte, es gibt aber auch die am Handgelenk. Beide sind eigentlich recht zuverlässig. Es gibt auch Zertifikate, zum Beispiel von der Hochdruckliga, von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, damit man ein gutes, gutes Gerät bekommt. Die Blutdruckgeräte messen, weisen darauf hin, dass Herzrhythmusstörungen vorliegen, zumindest einige. Die anderen sagen aber, dass zum Beispiel der Blutdruck nicht messbar ist. Auch hier ist es sinnvoll, wenn man es häufiger verspürt, dass man eben nachfragt, sich beim Arzt vorstellt. Dann sind wir eben bei den Wearables. Sie sehen hier die Uhren, es gibt so Gurte, die man sich umschwört. Oder auch so Sensoren beim Handy, dass man einfach den Finger drauf hält. Die sind zum Teil ganz gut. Ich habe schon erlebt, dass ein Patient zu mir in die Ambulanz kam, auch mit so Herzrhythmusstörungen, so gespürt, dass das Herz gerast ist. Sagte auch, müssen wir Langzeit-EKG machen, gucken wir mal sehen. Ach ja, er hat es ja aufgezeichnet auf seinem Handy. Wunderbar, das war ein gutes EKG. Das kann man wirklich sehen. Die sind nicht schlecht.
Gut, die sollten auch klinisch validiert sein, aber die sind durchaus gute Geräte. Gut, was sonst eben wichtig ist, wir brauchen ein EKG. Wir sprechen da vom sogenannten 12-Kanal-EKG. Das ist sowohl die Extremitätenableitungen als auch die Brustwandableitungen. Da können wir am meisten davon sehen, weil wir auch ungefähr sehen, wo die Rhythmusstörungen herkommen. Es gibt daneben auch Langzeit-EKGs. Heutzutage haben wir auch schon die Rekorder. Bis zu 7 Tage können die aufzeichnen. Denn 24-Stunden-EKG ist zwar 24 Stunden, aber das ist nur ein Tag von 365 Tagen. Deswegen eben 7 Tage ist deutlich besser. Gut, es gibt dann auch die externen Ereignisrekorder. Da gehören auch zum Beispiel die Wearables dazu. Gibt es auch schon aufgeklebte Dinger. Gibt es ganz tolle Sachen. Es gibt dann auch die internen Ereignisrekorder. Die werden unter die Haut eingepflanzt, meistens hier oben unter dem Brust, im Brustbereich. Die sind so klein wie ein großes Streichholz. Kommen unter die Haut, können 3 Jahre lang können die jeden Herzschlag aufzeichnen und die geben das auch weiter über eine Bluetooth-Schnittstelle an zum Beispiel ein Handy. Das sind wirklich tolle Geräte. Dann gibt es daneben aber auch implantierte Rhythmusgeräte, die sowieso drin sind, zum Beispiel Defis oder Herzschrittmacher. Die zeichnen auch Vorhofflimmern auf. Man muss sie eben bloß entsprechend abfragen. Gut, wenn man eine Diagnose von Vorhofflimmern oder wenn man das Verdacht auf Vorhofflimmern hat, dann sollte man verschiedene Sachen eben entsprechend sollte man dann eben abklären. Zum einen den Patienten befragen, was hat er denn für Symptome, wann tritt es auf, liegen Begleiterkrankungen vor und man kann dann bestimmen eben, wie hoch ist das Risiko, dass der Patient möglicherweise einen Schlaganfall bekommt. Natürlich gehört zu so einer Abklärung ein 12-Kanal-EKG dazu und eine Untersuchung der Laborwerte. Wie schon vorher erwähnt, Schilddrüsenüberfunktion kann solche Rhythmusstörungen verursachen. Ultraschalluntersuchung des Herzens ist auch immer wichtig, wie groß ist der Vorhof. Ein sehr stark vergrößerter Vorhof flimmert leichter. Dann ist es natürlich wichtig, wenn man jetzt beim normalen Ruhe-EKG noch kein Vorhofflimmern sieht, dass man eben eine ambulante EKG-Aufzeichnung macht. Zum Beispiel auch also mit 24 Stunden, 3 Tage oder auch 7 Tage EKG. Es gibt noch andere Labormarker, zum Beispiel das NT-proBNP. Das ist eben entsprechend ein Marker, der uns zeigt, ob das Herz gestaut ist. Wenn Leute daneben aber auch noch zum Beispiel Druck auf der Brust haben und Rhythmusstörungen, dann ist es durchaus auch sinnvoll und auch notwendig, dass man sieht, wie die Herzkranzgefäße aussehen, zum Beispiel mit Cardio-CT, kann man heutzutage schon sehen, vor allem bei jüngeren Leuten, oder auch Herzkatheteruntersuchung. Gut, hoch, ne? Gut, daneben ist es auch Vorsorgeuntersuchung. Wenn Leute eben älter werden, man sollte gucken, wenn Patienten sowieso zum Arzt kommen, mit 65 Jahren oder älter, man sollte gucken, dass man hier eben auch ein EKG immer schreibt. Und man sollte, wenn man über 75 ist, auch regelmäßig sehen, dass ein EKG geschrieben wird, zum Beispiel einmal im Jahr wenigstens. Falls die Patienten eben Herzschrittmacher eingebaut haben oder auch Defibrillatoren, dann sollte man natürlich dafür sorgen, dass die auch einmal alle 6 Monate sowas abgefragt werden, weil es heutzutage auch das sogenannte Home-Monitoring schon gibt. Gut, so kommen wir zum nächsten Punkt, Behandeln von Vorhofflimmern. Hier stellt sich eben die grundlegende Frage, Momentchen hoch, ne? Na, das ist ein bisschen sensibel, meine Maus. Momentchen. Ja, also hoch. Nee, will eins zurückgehen. Ups, na. Gut, das ist das Richtige. Wir handeln von Vorhofflimmern. Hier gibt es sogenannte ABC-Pfad. Und das ist eben so, kommt vom Englischen, Antikoagulation, also Hemmung der Blutgerinnung, ganz wichtig. Dann B, wie bessere Kontrolle, dass man da eben das besser einstellt, die Herzfrequenz. Und C, dass man auf Begleiterkrankungen guckt. Wir kommen so zum ersten Punkt, zur Antikoagulation. Schutz vor Schlaganfall. Warum ist das so wichtig? Wenn die Vorhöfe nicht mehr richtig pumpen, dann können sie hier in einem Teil des Vorhofs, dem sogenannten Herzohr, Auriculum cordis,
können sich hier Blutgerinnsel bilden. Das ist einfach, wenn Blut stehen bleibt, gerinnt es. Und so ein Blutgerinnsel kann natürlich davonschwimmen, wenn der Patient wieder einen normalen Rhythmus hat und kann sich irgendwo niederlassen. Das zeigt es hier, dass das zum Beispiel hier in die Halsgefäße reingeht, lässt sich im Kopf nieder, verschließt ein Gefäß und da kommt kein Blut mehr durch. Das führt zum Schlaganfall und mit zum Teil dramatischen Folgen. 20 bis 30% aller ischämischen Schlaganfälle, ischämisch ist, es ist ein Hirninfarkt, da kommt einfach kein Blut mehr hin. Die sind durch Vorhofflimmern bedingt. Wenn man davon ausgeht, dass es ungefähr 250.000 Schlaganfälle in Deutschland gibt im Jahr, ist es doch eine recht erkleckliche Zahl, ungefähr 50.000, die im Jahr bedingt sind durch Vorhofflimmern. Ups. Gut, wann sollte man das eben entsprechend Gerinnungshemmer geben, um dieses Schlaganfallrisiko zu vermindern? Es wird häufig werden ja Gerinnungshemmer werden Blutverdünner genannt. Man verdünnt das Blut aber nicht, da kommt nicht irgendwie Flüssigkeit rein. Nein, das sind Medikamente, die die Gerinnungsfähigkeit des Blutes herabsetzen. Bei der Mehrzahl der Patienten mit Vorhofflimmern ist eine dauerhafte Gerinnungshemmung notwendig. Wenn ich das den Patienten sage, sagen mir die, aber ich nehme doch schon Blutverdünnung ein und ich nehme doch das ASS. Da muss man eben sagen, dass das Blut als ASS zu wenig ist. Und es ist wirklich wichtig, es ist nicht abhängig von der Dauer und der Häufigkeit des Vorhofflimmerns. Auch einmaliges Vorhofflimmern, was relativ bald wieder weggeht, was mehr als 12 Stunden angehalten hat, erhöht das Risiko für einen Schlaganfall deutlich. Wann soll man also diese Gerinnungshemmer einnehmen? Da gibt es eine Skala, wo man zusammenzählen kann, wie hoch ist das Risiko. Und das ist der sogenannte CHA2DS2-Score. Den habe ich Ihnen hier dargestellt und Sie sehen, was die Buchstaben bedeuten. Das ist Herzschwäche, Bluthochdruck, Alter über 75 Jahren, gibt sogar 2 Punkte. Zuckerkrankheit einen Punkt. Wenn man schon mal einen Schlaganfall gehabt hat, ist natürlich ganz logisch, dass man ihn auch leichter nochmal kriegen kann. Gefäßerkrankung ist zum Beispiel Verengung der Herzkranzgefäße. Alter 65 bis 74 ist auch schon ein Risikofaktor. Und Geschlechtskategorie. Frauen sind hier leider benachteiligt, denn die kriegen leichter Schlaganfälle. Man hat insgesamt 9 Punkte. Wenn man 9 Punkte hat, hat man ein Risiko, dass man ungefähr von 10%, wenn man keine Gerinnungshemmung einnimmt, pro Jahr, dass man einen Schlaganfall entwickelt. Gut, wie sieht es aus mit wann soll man Gerinnungshemmung dementsprechend nehmen? Wenn man ein Alter hat von weniger als 65 Jahren, und keinen Hochdruck, all die Erkrankungen, die man gerade besprochen hat, nicht hat, dann braucht man auch keine Blutgerinnungshemmung einnehmen. Alle anderen Patienten haben ein erhöhtes Risiko und die sollten auch eine Blutgerinnungshemmung einnehmen. Also bei Männern mit 1 Punkt, bei Frauen mit 2 Punkten, die haben ja leider 1 Punkt schon, weil sie weiblich sind, sollte man daran denken. Bei größer 2 Punkten bzw. 3 Punkten wird es auf jeden Fall empfohlen. Man hat dann wirklich einen Vorteil, dass man eben entsprechend weniger Schlaganfälle kriegt. Gut, früher haben wir immer das Marcumar genommen, die Vitamin-K-Antagonisten. Heutzutage gibt es auch die direkten oralen Antikoagulantien, die hier aufgeführt sind. Von eins ja auch von einer großen Leverkusener Firma ist. Gut. Die Medikamente sind auch, man wird bezeichnet es direkte orale Antikoagulantien, also direkte durch einnehmbare Blutgerinnungshemmer oder auch neue, so neu sind sie aber nicht mehr, sind auch schon 10 Jahre auf dem Markt. Man kann daneben auch noch Heparine nehmen. Das sind Substanzen, die muss man allerdings subkutan spritzen oder auch in die Vene spritzen. Ist nur für kurze Zeit möglich, sonst ist man hernach wirklich eben aber Probleme mit dem Injizieren. Und wie gesagt, Aspirin nicht ausreichend, das wirkt beim Vorhofflimmern kaum. Gut, die ganzen DOAX, NOAX sind gut. Man kann es bei allen Fällen von Vorhofflimmern nehmen, außer wenn eine mechanische Herzklappe vorliegt oder schweren Verengungen der Mitralklappe. Sie sind auch einfach zu steuern. Wenn Sie mit Marcumar arbeiten, mit Vitamin-K-Antagonisten, müssen Sie mir die INR bestimmen, die Blutgerinnung, brauchen Sie mit DOAX nicht. Sie haben eine feste Dosis, die nehmen Sie ein, alles gut. Und sie sind einfacher zu handhaben bei Operationen und Eingriffen. Die DOAX setzen Sie einfach entweder 24 Stunden oder 48 Stunden vorher ab, dann ist die Wirkung weg. Nicht wie bei Marcumar, dass Sie dort 3, 4, 5 bis zu einer Woche brauchen, bis die Gerinnung wieder normal ist.
Aber man muss ein bisschen auch aufpassen, die sind abhängig von den Nieren- und Leberwerten. Da kann es sonst Probleme geben. Ja. Gut, DOAC sind auch teuer. Apixaban, eines dieser Medikamente, war in Deutschland das teuerste einzelne Medikament. 840 Millionen Euro Umsatz 2019. Das ist schon ein Geld. Gut, Verhinderung von Blutgerinnseln. Bei kleinen Eingriffen braucht man das Fit-Marcumar nicht wirklich absetzen. Ist auch ganz wichtig, wenn Sie zum Zahnarzt gehen, in aller Regel nicht. Bei größeren Eingriffen absetzen, aber man muss sie auch nicht immer mit Heparin überbrücken. Das ist ganz wichtig, denn es kann Probleme geben. Aber die ganzen Gerinnungshemmer haben natürlich auch ein Risiko, dass man unkontrolliert blutet. Das kann man auch einteilen. Wie hoch ist das Risiko? Der sogenannte Hassblatt-Score. Da gibt es eben gewisse Faktoren. Wenn man älter wird, blutet man einfach leichter. Aber es gibt auch andere Faktoren, wie zum Beispiel übermäßiger Alkoholkonsum oder eingeschränkte Nierenfunktion. Da muss man eben auch gucken, ein Mensch, der eben furchtbar viel trinkt, deswegen auch hinfällt und auch sonst die Leber nicht mehr gut ist, hat natürlich ein Riesenrisiko, auch bei Blut, dass er blutet unter der Therapie. Das muss man immer gegeneinander abwägen. Betroffene mit hohem Risiko sollten medizinisch engmaschig überwacht werden. Und man muss sich immer wieder überlegen, braucht man die Blutverdünnung noch oder nicht. Gut, was machen wir aber, wenn eben ein Patient das nicht verträgt, diese Blutgerinnungshemmung? Dann können wir hergehen und wir können hier das Vorhofohr, das ist die Stelle, wo sich diese Blutgerinnsel, die ich Ihnen zuerst schon auf dem Bild gezeigt habe, bilden, die können wir verschließen mit so einem kleinen Stopfen. Das zeigen wir Ihnen auch ganz zum Schluss in einem kleinen Filmchen. Wir haben da so einen Eingriff aufgenommen, wo wir dieses Vorhofohr zumachen. Gut, damit kommen wir zum nächsten. Wie können wir das Vorhofflimmern behandeln? Hier stellt sich die ganz grundlegende Frage, wollen wir, dass der Rhythmus wieder regelmäßig ist? Also wir können das Vorhofflimmern komplett beseitigen und wieder einen regelmäßigen Rhythmus herstellen. Oder sagen wir, das schaffen wir sowieso nicht mehr, weil der Vorhof zum Beispiel so groß ist oder weil was anderes dagegen spricht und wir lassen das Herz unregelmäßig. Aber wir wollen wenigstens die Herzfrequenz einstellen, dass die wieder normal ist. Normal eben irgendwas zwischen 60 und maximal 110. Früher hat man immer gesagt, gut, das kann unregelmäßig bleiben, Hauptsache die Frequenz ist nicht so hoch. Hier gibt es aber neuere Studie, die EAST-AFNET-Studie. Die EAST-Studie, wir haben da selber auch mit teilgenommen, die haben doch gezeigt, dass es besser ist, frühzeitig eine entsprechende Regulierung des Rhythmus, also dann den Rhythmus wiederherstellt, wieder den Sinusrhythmus wiederherstellt, anzustreben. Denn es kommt sonst eben doch zu Herzschwäche. Gut, wie sieht es jetzt aus? Wie schaffen wir das denn, den Herzrhythmus wieder herzustellen? Zum einen mit Medikamenten, zum anderen aber auch können wir auch eine Kardioversion machen, kurzen Elektroschock oder auch mit Medikamenten oder dann auch die Katheterablation. Gut, wann werden wir Rhythmusmedikamente einsetzen? Wenn zum Beispiel große Symptome da sind, das Herz ist viel zu schnell. Wenn wir das Herz umwandeln wollen, wieder von Vorhofflimmern in den normalen Rhythmus zur Kardioversion. Aber auch nach einer Kardioversion brauchen wir noch Medikamente, um den Rhythmus dann stabil zu halten. Gut, was haben wir für Medikamente? Ich gehe jetzt nicht auf die ganzen Medikamente ein, da könnte ich einen ganzen Abend drüber sprechen. Basis sind die Beta-Blocker. Es gibt die sogenannte Klasse 1C-Antiarrhythmika. Gute Medikamente, das Flecainid, Propafenon. Aber so ein bisschen aufpassen, die darf man nicht geben, wenn das Herz schon vorgeschädigt ist. Denn dann können sie auch selbst Rhythmusstörungen verursachen. Und es gibt noch die Klasse 3-Antiarrhythmika. Amiodaron, Dronedaron, Sotalol haben allerdings auch alle Nebenwirkungen. Amiodaron hat viel Jod drin, Schilddrüsenüberfunktion, Hauteinlagerungen, Dronedaron gibt Probleme mit der Leber. Sotalol kann akkumulieren, also kann sich anreichern bei Leuten mit einer Niereninsuffizienz. Gut, Kardioversion. Wie können wir die Kardioversion machen? Da haben wir schon gesagt, medikamentös oder elektrisch, einen kurzen Stromstoß. Die medikamentöse ist eigentlich nur zu raten, wenn das noch nicht länger besteht, das Vorhofflimmern. Und eine Kardioversion muss auch nicht zwingend sofort erfolgen. Man muss den Patienten sorgfältig vorbereiten, was wichtig ist, dass der Patient nicht schon bei vorbestehendem Vorhofflimmern ein Blutgerinnsel entwickelt hat, das sich dann loslöst unter der Kardioversion und davon schwimmt. Deswegen entweder 4 Wochen lang den Patienten schon mal mit Blutgerinnungshemmern behandeln
oder ein Schluckecho machen, über die Speiseröhre eingehen, da können wir den ganzen Vorhof einsehen und wir können sehen, dass da drin keine Blutgrinsel sind. Wenn da keine Blutgrinsel drin sind oder der Patient Blutverdünnung eingenommen hat, oder Blutgerinnungshemmung eingenommen hat, dann kann man die Kardioversion machen, entweder mit Medikamenten, wie gesagt, wenn es nur kurz besteht, oder wir können es auch elektrisch machen. Kardioversion mit Medikamenten sollte in der Regel unter Überwachung erfolgen, in der Praxis oder in der Klinik. Ein Sonderfall ist Pill in the Pocket, Pille in der Tasche. Was sagt das? Bei Vorhofflimmern kann es zum Teil mit den Klasse 1 Arrhythmika, Flecainid oder Propafenon wieder beendet werden, das Vorhofflimmern. Das sollte man aber einmal zumindest getestet haben, unter Überwachung. Und der Patient nimmt sich dann diese Tabletten mit und wenn er merkt, er hat wieder Vorhofflimmern, nimmt er diese Tabletten ein und innerhalb von 1-2 Stunden sollte das Vorhofflimmern wieder weg sein. Was ist aber das Problem? Häufig keine Dauerlösung. Das bekommt man weg, aber es kommt nicht häufig wieder. Und wenn es zu häufig wiederkommt, dann müssen Sie entweder die Medikamente dauernd nehmen oder sich was anderes überlegen. Gut, elektrische Kardioversion. Elektrische Kardioversion, Sie geben dem Patienten, dass er was kurz schläft und Sie geben dann einen kurzen Stromstoß. Die werden abgegeben über 2 so Elektroden, die man aufklebt oder aufdrückt. Und der Stromstoß ist meistens erfolgreich. Was der macht, kurze Zeit gibt es sozusagen eine Nulllinie im Herz und dann schlägt das Herz wieder mit normaler Frequenz an zu schlagen. Es ist wie wenn der Computer irgendwie verrückt spielt, den schalten Sie auch kurz aus, schalten ihn wieder an und dann funktioniert er häufig wieder. Gut, damit sind wir aber auch, dass Sie die Kardioversion, die können Sie schon mehrmals machen, aber es wird natürlich auch langweilig und auch völlig unangenehm, wenn Sie das alle Monate machen müssen, das kann man nicht machen. Deswegen muss man sich dann überlegen, wenn die Medikamente auch nicht gut helfen, Katheterablation. Das ist eine Methode, die heutzutage recht häufig gemacht wird. Ich habe ja schon gesagt, die Impulse, die ein Vorhofflimmern machen, kommen meistens aus dem Bereich des linken Vorhofes, aus dem Bereich von den Pulmonalvenen. Und die wollen wir sozusagen verhindern, dass die uns da mal rumspuken. Und das können wir machen, wenn wir den Bereich von den Lungenvenen veröden. Veröden heißt einfach, den Katheter entweder heiß machen oder kalt machen und dort eine Läsion setzen. Das ist das Prinzip der Pulmonalvenenisolation. Und das verhindert eben, dass diese Störfaktoren auftreten und das machen. Kann man entweder mit Hochfrequenzstrom, also mit Wärme machen, oder mit Kälte, mit Kryoablation. Wir machen es meistens mit Hochfrequenzstromablation. Katheter kommt hier rein und man kann dann eben hier so schöne Linien ziehen, das sind die Lungenvenen hier. Und die kann man hier eben so Linien ziehen und das eben das Ganze veröden, sozusagen eine Barriere aufbauen. Wenn das noch nicht hilft, kann man auch noch Linien im Vorhof ziehen. Heute wieder gerade eine wunderschöne Ablation von Herrn Ahring. Ich bin ja Klempner vom Beruf, aber ich habe 2 Elektriker, den Herrn Dr. Ahring und den Dr. Fahrig. Und der hat heute gerade das beim Patienten gemacht. Man kann es wunderschön darstellen mit diesem System. Man sieht genau, wo die Aktivierung von diesen Rhythmusstörungen ist und kann dann einfach Linien ziehen und die sozusagen ausblenden. Also wirklich, das macht, wenn ich das so sehe, könnte ich auch noch zum Elektriker werden. Ja gut, es gibt daneben noch die Kryoablation. Kälteballon, das wird hier eingebracht, in die Lungenveneneingänge reingeschoben und dann auf minus 60 Grad abgekühlt. Problem dabei ist, wenn die Lungenvenen nicht ganz rund sind, gibt es schon mal Lücken. Und das kann dann eben notwendig sein, aber danach arbeiten muss bei einer zweiten Ablation mit zum Beispiel Wärme. Das hat alles noch seine Vor- und Nachteile und es gibt aber da auch schon neue Methoden. Pulsed Field Ablation. Was man da macht, was das Problem ist, es ist die Speiseröhre in der Nähe, die eben keine große Hitze abbekommen soll. Auch der Zwerchfellnerv soll es nicht abbekommen. Und da gibt es eine neue Methode. Es sind ultraschnelle elektrische Stromstöße, Pulse, die eben das andere Gewebe nicht schädigen, aber die Herzmuskelzellen da eben entsprechend ausschalten. Mal gucken, was rauskommt. Erste Studienergebnisse sind sehr erfolgversprechend. Gut, was sind die Erfolgsaussichten? Circa 70 bis 80%, wenn es ein Vorhofflimmern ist, was noch nicht so lange besteht, nur anfallsweise auftritt. Wenn schon lange besteht oder
sogar schon chronisch ist, ist die Erfolgsrate deutlich geringer. Chronisches applaudieren wir sehr selten, überwiegend anfallsartiges Vorhofflimmern, wunderbar. Da haben wir gute Ergebnisse. Wir haben auch leider noch ein bisschen Wartezeiten, obwohl wir jetzt schon ein drittes Katheterlabor haben, wo wir nur solche Ablationen machen. Wir machen jeden Tag 1 bis 2. Und es ist eben so, Sie sollten die Ablation in einem Zentrum machen lassen, die schon große Erfahrung haben. Der Operateur muss erfahren sein, das Zentrum sollte schon einige machen. Also wenn ein Zentrum nur, was weiß ich was, 50 oder 100 Ablationen machen würde im Jahr, das ist deutlich zu wenig. Sie brauchen schon ein Zentrum, was mehrere hundert macht und das täglich macht. Also wir machen, wie gesagt, 1 bis 2 jeden Tag. Gut. Dann kommen wir Medikamente, die den Herzschlag verlahmen, verlangsamen, wenn man sagt, man kann es nicht mehr regelmäßig machen, nur verlangsamen. Da gibt es eben die Möglichkeiten mit Medikamenten oder auch, wenn man den AV-Knoten ganz zerstört. Ja, wann sollte man die Medikamente geben, die den Herzschlag verlangsamen, wenn man eben sagt, den Sinusrhythmus erreicht man nicht mehr und die Herzfrequenz ist zu schnell. Was gibt es für Medikamente? Sie sehen hier schon wieder den Beta-Blocker, Sie sehen Calcium-Antagonisten, Sie sehen Amiodaron, was aber nur in Ausnahmefällen gibt. Und das gute alte Digitalis, früher sehr häufig gegeben, Digimerk, Novodigal, Lanitop, Lanicor. Früher gab man es bei Altersherzen. Deutschland war der Weltmarktführer von dem Einsatz von den Medikamenten. Braucht man aber wirklich nicht so häufig, aber bei den Indikationen einfach die Frequenz reduzieren, ganz gut. Gut, was kann man noch machen, wenn aber die Medikamente auch nicht helfen? Man kann diesen AV-Knoten, den kann man auch mit Ablation veröden, dann ist er weg. Man braucht aber dann einen Schrittmacher, damit eben das Herz stimuliert wird. Gut, das macht man eben nicht ganz so gerne, weil man den Patienten Schrittmacher abhängig macht. Wir machen das im Jahr ein paar Mal, vielleicht 5 Mal, aber nicht so häufig, weil es eben schon ein verstümmelnder Eingriff ist. Aber wenn es sein muss, machen wir es natürlich jederzeit. Gut, jetzt kommen wir aber zum letzten Punkt. Was kann man selbst tun? Es ist ja nicht immer so, dass man bloß immer reparieren sollte. Man sollte ja auch gucken, was kann man es verhindern. Gut, was kann man machen? Kalium und Magnesium hochhalten. Da gibt es verschiedene Früchte, Hülsenfrüchte zum Beispiel. Gute Kaliumlieferanten sind zum Teil aber auch gute Lieferanten für Magnesium. Kalium und Magnesium können mit der Ernährung zugeführt werden und stabilisieren den Rhythmus. Begleiterkrankungen minimieren und da ist eben die Lebensgewohnheiten und der Lebensstil wichtig. Gut, Sie sehen hier all die schönen Sachen wie Mangel an Bewegung, zu hoher Blutzucker, Bluthochdruck, Übergewicht, ja, gar nicht so einfach, das wegzubekommen, Schlafapnoe und Alkohol. Das sind alles Risikofaktoren, die dazu führen, dass man leichter Vorhofflimmern kriegt. Gut, Alkohol, da gibt es ja auch schon das Münchner Bierherz, schon seit 150 Jahren bekannt. Die tranken einfach zu viel Bier, die Bierfahrer in München, und deswegen Herzschwäche bekommen. Alkohol ist ein Zellgift und deswegen Alkohol nicht in Massen trinken, sondern in Maßen. Frauen 10 Gramm, so ein Glas Wein oder ein kleines Glas Wein. Männer können es Doppelte trinken, weil sie meistens ein bisschen schwerer sind und die Leber etwas größer ist. Aber was natürlich völlig schlecht ist, Rauschtrinken. Gut, Schlafapnoe noch ganz kurz. Wenn sie nachts entsprechend häufig in die Zunge zurückfällt, was bei älteren Leuten, auch bei sehr kräftigen Leuten häufig der Fall ist, dann kommt es eben zu einer Unterversorgung des ganzen Körpers mit Sauerstoff, weil hier zugedrückt wird, die Luftröhre. Und dann gibt es eben entsprechend Stressreaktionen. Das ist nicht gesund. Stress ist überhaupt nicht gut für Vorhofflimmern. Und da bin ich eben jetzt bei einem der letzten Punkte, Psyche und Vorhofflimmern. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Heutzutage, wir sind ja überall erreichbar. Wir haben überall das Handy dabei. Wir müssen auch immer erreichbar sein. Und alles ist ganz wichtig. Und da haben wir schon wieder einen Termin. Und da, nein, eine gesunde Lebensweise, wo man sowohl Anspannung hat als dazwischen drin, aber auch wieder Entspannungsphasen, sind ganz wichtig. Da sollte man auch drauf achten. Also auch eine gewisse gesunde Lebensstil ist schon wichtig. Gut, wenn Sie weitere Informationen, Turbulenzen im Herz, Vorhofflimmern, gibt es auch Informationen der Deutschen Herzstiftung. Wie gesagt, wir sind ja in den Herzwochen. Gut, damit, wie sieht es aber im Klinikum Leverkusen aus? Haben wir vorher schon angesprochen. Ja, wir sind ganz stolz, wir haben neue Katheterlabore und auch einen Hybrid-OP seit Januar 2022. Wie sehen die aus? Wir haben hier einen schönen Wartebereich
Sie erst zum Teil auf den Gang warten. Nee, das ist jetzt alles viel schöner. Wir haben 10 Warteplätze. Warum sind die so groß? Ja, weil wir in Zukunft auch einige Eingriffe auch ambulant machen werden und auch dazu gezwungen werden. Ja, aber das ist auch durchaus möglich. Sie wissen ja, Herr Lauterbach will jetzt alle Krankenschwestern sparen. Das ging ja auch durch die Zeitungen. Es braucht keine Nachtdienste mehr, weil die Leute eben alle ambulant behandelt werden. Gut, ein kleiner Ansatz davon ist schon richtig, aber die schwerkranken Leute, die können Sie nicht entlassen, weil die einfach schwere Pflege brauchen. Pflegeproblem ist ein Problem, wird ein Problem bleiben. Wir müssen die Leute einfach auch besser bezahlen. Es wird wahrscheinlich kein Weg um eine duale Ausbildung, duales Studium drumherum führen. Und wir brauchen die Leute. Aber wer will schon nachts immer Dienste machen? Wer will am Wochenende Dienste machen? Ich glaube, das muss man auch honorieren und anerkennen. Gut, wir haben hier neue Katheterlabors. Das ist das Elektrophysiologie-Labor. Sie sehen hier viele Computer da hinten auch. Und das ist aber eine völlig neue Anlage. Wunderschöner Raum. Und wir haben auch im Vorraum, was wir hier sehen, viele Computer, ich habe mal nachgezählt, 10 Monitore. Aber wir haben auch Personal, was wir gleich im Film sehen werden. Nicht bloß Technik, sondern wir haben auch Herz und Leute. Hier sehen wir noch unser besonderes Stück, den Hybrid-OP. Da haben wir auch das kleine Filmchen gemacht, was wir gleich noch sehen werden. Gut, ich bedanke mich schon mal für Ihre Aufmerksamkeit und ich stehe natürlich danach auch für Fragen selbstverständlich sehr gerne zur Verfügung. Und wir können uns den Film angucken. Ja, was wir hier sehen, ist, dass wir hier eben, wir haben so einen Eingriff gemacht, so einen Verschluss vom Vorhof vor. Sie sehen, da sind auch Menschen drin, die in der Regel und hoffentlich alle sehr freundlich sind. Das sind wir hier am Tisch. Wir haben jetzt hier einen Zugang gelegt. Die ganze Untersuchung wird durch einen Ultraschall über eine Sonde in der Speiseröhre beobachtet und geführt und geleitet. Gut, das ist hier die Schleuse, die wir einbringen. Wir müssen hier über die Herzscheidewand drüber stechen, was aber Routine ist. Das wird auch unter Ultraschallkontrolle gemacht. Alles ganz sicher, da passiert nichts. Wir sehen hier dieses schöne Loch, was Sie sehen, das ist dieses Vorhofohr, wo sich die Blutgrinsel gerne bilden und da auch wieder rausfliegen. Wir bringen dann eben entsprechend hier einen Katheter vor. Wie gesagt, wir sind über die Herzscheidewand vorgegangen. Da müssen wir natürlich auch mit Röntgen kontrollieren. Röntgen ist immer wichtig, wir tragen deswegen auch Bleischürzen. Hier wird jetzt dieser Katheter gleich vorgebracht. Wir müssen dann natürlich gucken, dass wir nicht irgendwas verletzen. Deswegen gehen wir hier in die Lungenvenen ein. Da sehen Sie oben, da haben wir Platz und können dann das Schläuchchen hier wechseln. Sie gleich sehen, wir müssen da ein bisschen dickere Schläuchchen einbringen, ungefähr 5-6 mm. Gut, man muss eben das schon vorsichtig machen, dass dann nichts passiert. Wir machen das typischerweise immer zu zweit am Tisch. Das war der Dr. Röschel, einer meiner Oberärzte. Hier haben wir dann schon das Schläuchchen vorgebracht. Wir haben diesen kleinen Katheter vorne, Pigtail-Katheter, Schweineschwänzchen, vorgebracht. Und da kommt jetzt dieses Schirmchen rein. Das sehen Sie noch, wie so ein Schirmchen aussieht. Das ist vorne ein kleiner Stöpsel. Der hat oben, was Sie gleich sehen werden, der ist so rau. Der hat so kleine Widerhäkchen dran, dass der auch drin bleibt. Dieses Ding schieben wir hier vorne rein. Das hält sich fest in dieser Öffnung. Und dann ziehen wir den Katheter weiter zurück. Und dann kommt ein Deckel drauf. Wenn der Deckel drauf ist, dann ist alles gut. Sie sehen, das verschließt das Ganze und macht es zu. Und das sehen wir jetzt gleich, wie wir das eingesetzt haben. Das schieben wir jetzt hier vor. Und Sie sehen dann die Problematik oder die Kunst ist bei dem Eingriff, das war wirklich etwas schwierig. Wir mussten es mehrmals repositionieren. Häufig ist es so, dass beim ersten Mal gleich klappt. Hier mussten wir es dreimal repositionieren, ist aber kein Problem, dass es wirklich ideal sitzt. Hier ist dann ideal gesessen. Wir gucken immer, dass das auch nicht selber rausfällt, denn das wäre natürlich gar nicht gut, bevor wir es dann abmachen. Wir sehen hier eben auch im Ultraschall, ob das alles zu ist. Wenn es gut sitzt, schrauben wir den Führungsdraht ab. Hier ist noch der Führungsdraht drauf. Das sehen Sie noch oben, dass der eben da oben noch dran ist. Auf dem rechten Bild sehen Sie schon, das macht es schon richtig gut zu. Dann drehen wir und schrauben diesen kleinen Verschlusssystem ab. Das sehen Sie hier jetzt gleich und es ist weg. Das ist drin, das Loch ist zu. Und wir können dann im Ultraschall, müssen wir jetzt gleich noch sehen, wie das Loch wirklich schön zu ist. Müsste eigentlich gleich noch ein Bildchen kommen, hoffe ich. Und Sie sehen, da sehen Sie es, wie es jetzt abgestorben ist. Und dann ist der Deckel weg. Deckel drauf und das Loch ist zu, da können sich keine Blutgrinsel mehr auf den Weg machen.
Damit braucht der Patient keine Blutgerinnungshemmung mehr. Der braucht bloß noch ein bisschen Aspirin und Clopidogrel für 3 Monate, dann nur noch Aspirin. Nach einem Jahr könnte man alles absetzen. Wenn wir fertig sind, machen wir hier noch eine kleine Hautnaht. Das sehen Sie jetzt, wie wir die hier machen. Wir ziehen dann das Schläuchchen raus. Das Schläuchchen hat ungefähr 6 mm im Durchmesser. Ja, ist schon etwas kräftiger, mit dem kann man gut vorgehen. Eine relativ unblutige Geschichte und wir können dem Patienten damit doch recht gut helfen. Herr Professor Dr. Schwimberg, vielen Dank für diesen umfangreichen, sehr informativen Vortrag und auch, dass wir bei Ihnen bei einer OP mit unserem Kamerateam dabei sein konnten. Aber vielleicht sind ja trotzdem Fragen offen geblieben und das ist dann jetzt Ihre Chance, eben mit einem Experten, mit Professor Dr. Schwimberg hier in einen Austausch zu kommen, uns Ihre Fragen zu schicken, die er dann gleich beantworten wird. Einfach die Kommentarfunktion unter Ihrem Videofenster nutzen und dann erscheinen die Fragen hier bei mir auf dem kleinen Bildschirm. Und vielleicht noch der Hinweis, das können ganz allgemeine Fragen sein, das können aber natürlich auch ganz spezielle Fragen sein, die auf Ihren Fall abziehen oder auf den Fall eines Betroffenen. Und den Vortrag, sowie das Video, das wir gerade gesehen haben, das können Sie auch jederzeit nochmal nachschauen. Nach dieser Sendung werden wir das Ganze online stellen. Das finden Sie dann im Kanal bei YouTube vom Klinikum Leverkusen oder auch auf der Internetseite des Klinikums. Nun aber zu den Fragen. Es sind schon einige da. Herr Professor Dr. Schwimberg, es geht hier um anonyme Frage, die eingetroffen ist, geht aber um eine weibliche Patientin, 59 Jahre, 75 Kilogramm schwer und sie berichtet, dass sie seit mehreren Jahren in unregelmäßigen zeitlichen Intervallen unangenehm brennenden Schmerz im Brustkorb hat, der sich bis zur Übelkeit steigert und bis in den Kiefer strahlt. Sie hat aber keine Atemnot, keinen Kreislaufabfall. Die Schmerzen treten phasenweise, also einige Wochen lang auf und verschwinden dann auf unabsehbare Zeit wieder. Die Ärztin hat wohl ein EKG veranlasst, das war unauffällig. Es wurde ein beginnender Bluthochdruck befunden. Und die Ärztin geht von einer nervlichen Ursache im Rückenskelett aus, das die Schmerzen verursacht. Jetzt die Frage, ist diese Diagnose eindeutig in Ihren Augen oder sollte ich weitere kardiologische Untersuchungen erbitten? Tja, die Diagnose mag stimmen, muss aber nicht stimmen. Das ist ein schwieriges Problem. Also was ich auf jeden Fall raten würde, man sollte zumindest Herzursachen, Ursachen, die vom Herz ausgehen, weitgehend ausschließen. Was ich wirklich empfehlen würde, dass man dort einen Ultraschall macht, einen Ultraschall mit Belastung. Es ist eine weibliche Person, da ist Belastungs-EKG nicht so gut, aber ein Ultraschall mit Belastung. Man kann damit eine Ursache, die vom Herzen ausgeht, zu 85 oder 90% ausschließen. Um dann eben zu sehen, ja, was dagegen spricht, dass vom Herzen kommt, dass eben nicht bei Belastung typischerweise auftritt, aber man kann es nicht ausschließen, dass es auch vom Herzen kommt. Also ich würde es weiter abklären, einfach um da Sicherheit zu haben. Mhm. Claudia schreibt, welche Empfehlung gibt die aktuelle Leitlinie bei Vorhofflimmern und leichtgradiger Klappeninsuffizienz zur Blutverdünnung? Zum Beispiel Xarelto oder kann ASS ausreichend sein? Also ASS gibt es verschiedene Studien, ist nicht ausreichend, auch die anderen Thrombozytenaggregationshemmer sind nicht ausreichend. Das kommt eben darauf an, ob man Blutverdünnung braucht. Wie gesagt, wenn es eine Person ist, die unter 65 Jahren alt ist, kann man sich überlegen, ob man es so lässt. Also ohne weitere Risikofaktoren, Schatz-Vass-Score von 1 bei einer Frau, muss man nicht wirklich antikoagulieren. Sobald die Person aber über 65 Jahre alt ist oder Bluthochdruck hat oder auch nur einen Klappenfehler hat, dann sollte man hergehen und Blutverdünnung nehmen. Man hat einfach dann ein niedriges Risiko. Das Risiko eines Schlaganfalls bei Schatz-Vass-Score müssen Sie ungefähr mit 1% pro Punkt rechnen im Jahr, dass Sie einen Schlaganfall kriegen. Sie haben bei einer Blutgerinnungshemmung haben Sie ein Risiko von 0,5%, dass trotzdem noch ein Schlaganfall auftritt und von 0,3%, dass Sie eine gravierende Blutung bekommen. 0,8% mit Blutgerinnungshemmung entsprechend je nach Schatz-Vass-Score eben deutlich höher, dass Sie gravierenden Schlaganfall kriegen und deswegen bei allen Leuten über 65 oder Begleiterkrankungen immer an Blutverdünnung würde man geben nach Statistik. Wir bleiben bei Claudia. Sie hat mehrere Fragen geschickt. Auch das ist überhaupt gar kein Problem. Zweite Frage von ihr. Welche Schmerzmittel sind bei der Einnahme von Blutverdünnern erlaubt?
Gut, hier sollte man natürlich gucken, Blutverdünner, die können schon eine höhere Blutgerinnungshemmer können schon eine höhere Blutungsneigung machen. Deswegen würde ich jetzt nicht zum Beispiel die nicht-steroidalen Antiphlogistika, Ibuprofen, Diclofenac oder sowas nehmen oder auch hochdosiert Aspirin. Wäre nicht so richtig gut. Was man aber nehmen kann, ist Paracetamol oder Novaminsulfon. Das sind medikamentöse Schmerzmittel, die kann man schon geben. Mhm. Dritte Frage und letzte von Claudia. Wie hoch ist die Erfolgsquote bei einer Ablation und welche Formen der Ablation werden aktuell durchgeführt? Also, wie gesagt, es hängt ein bisschen davon ab, wie fortgeschritten das Vorhofflimmern schon ist. Wenn Sie ein Vorhofflimmern haben, was nur zwischendurch auftritt, zum Teil selbst wieder zurückgeht, hohe Erfolgsquote. 70-80%, deutlich besser als mit den Medikamenten. Wenn das Vorhofflimmern schon seit mehr als 2 Jahren durchgehend besteht, ist die Erfolgsrate geringer, die ist 30-40%. Das ist die Geschichte. Man kann es, wie gesagt, entweder mit elektrischer, mit Wärme machen oder auch mit Kryoablation. Kryoablation zum Beispiel Single-Shot-Verfahren, das ist gut zu machen, ist sehr schnell. Aber es ist nicht ganz so sorgfältig in vielen Fällen wie eben das mit Katheter. Deswegen, wir machen ganz überwiegend Katheter. Und ja, wie gesagt, neuere Verfahren, habe ich schon kurz angesprochen, wird es in Zukunft mutmaßlich geben. Vor allem die noch schonender sind, da muss man einfach abwarten, kann sich in den nächsten 1-2 Jahren schon was tun. Einleitend in Ihrem Vortrag haben Sie schon erwähnt, Corona spielt auch eine Rolle. Dazu gibt es jetzt eine Frage und zwar von Dieter. Kann es sein, dass mein Vorhofflimmern von einer Corona-Booster-Impfung ausgelöst wurde? Ist das schon... Tja, man kann es nicht komplett ausschließen. Es ist immer die Frage, ob diese Corona-Immunisationen nicht auch eine Herzmuskelentzündung auslösen können. Da wurden einige Fälle beschrieben. Wenn man sich allerdings größere Statistiken anguckt, da gab es eine große Untersuchung in Dänemark, die haben alle Leute erfasst. Das war kein wirklich vermehrtes Auftreten von Herzmuskelentzündungen oder von Vorhofflimmern. Das ist natürlich die Geschichte, wenn Sie, was weiß ich was, Millionen von Leuten impfen, ist es natürlich zufälligerweise auch jemand dabei, der jetzt einfach Vorhofflimmern bekommt. Bei 2 Millionen Leute haben sie eben, sie brauchen dann bloß 40 Leute haben, davon kriegt einer Vorhofflimmern. Wenn der aber geimpft wurde, zufälligerweise, ich glaube nicht, dass es einen wirklichen großen Zusammenhang gibt, aber ich kann das Gegenteil auch nicht wirklich beweisen. Nichtsdestoweniger impfen, ich bin sehr großer Impffan. Ich bin 4-mal geimpft, habe aber leider auch selber schon einmal Corona trotzdem noch zugezogen. Werde mich aber demnächst nächste Mal auch das 5. Mal impfen lassen. Mhm. Ursula schreibt die nächste Frage. Ich hatte einen Schlaganfall. Diagnose von einem Vorhof ist Blut in das Stammhirn gekommen. Ich habe mehrere Ablationen, nehme Xarelto und wiederholt ist bei Ihnen festgestellt worden, dass die Mitralklappe nicht richtig schließt. Mhm. Als ich einen Clipping-Termin in der Klinik hatte, wurde gesagt, es sei nicht erforderlich. Bin ich zu alt? Nein. Also, das ist, also, gut, Alter spielt keine so primäre Rolle. Wir haben sehr vitale Leute, das wird man auch machen bis 90 Jahre oder auch bis 92, wenn die Leute in einem guten Allgemeinzustand sind. Aber was wir natürlich nicht machen, dass wir einen Clip einsetzen, wenn es nicht notwendig ist. Wenn die Undichtigkeit der Klappe einfach nicht wirklich höhergradig ist, dann helfen wir dem Patienten nicht. Und wir werden sicherlich nichts machen, wo wir nicht davon überzeugt sind, dass wir dem Patienten helfen können. Um Gottes Willen, wir machen nichts bloß, weil wir es machen können. Alter stand jetzt hier auch nicht dabei, aber ich glaube, Frage wurde trotzdem beantwortet. Nächste Frage kommt von Hans, offenbar ein Patient von Ihnen. Sie haben am 18.07.2022 bei mir eine Linkskatheteruntersuchung durchgeführt und dabei eine Muskelbrücke festgestellt. Am 21.07., also nur 3 Tage später, wurde dann eine Schrittmacherimplantation durchgeführt. Ich trainiere nahezu jeden Tag auf einem Ergometer und mir werden öfters unregelmäßige Pulsschwankungen angezeigt. Jetzt ein paar Beispiele geschickt. Bei 67 bis 65 Watt max gefahrene Kilometer, 25,4 Zeit eine Stunde, hatte einen Puls von 85 bis 142 max. Der Puls sprang wohl kurz auf den hohen Wert. Die Messung am Handgelenk war normal. Blutdruck 120 zu 76 zu 70 direkt nach der Belastung gemessen. Meine Frage, warum springt der Puls kurz um 40 Schläge nach oben? Muss ich hier etwas beachten? Also es könnte schon sein, dass da dazwischen drin auch eine kleine Rhythmusstörung auftritt. Was sicherlich sinnvoll wäre, dass man vielleicht mal ein Langzeit-EKG macht. Man könnte es ja machen, dass er auch mal trainiert, dabei aber eine Langzeitregistrierung trägt.
denn dann können wir wirklich sehen, was das wirklich für Rhythmusstörungen sind. Also es kann schon sein, dass das auch mal durch die Muskelbrücke, ist eben, dass die Herzkranzgefäße nicht ganz an der Oberfläche verlaufen. Deswegen bei starker Belastung werden die Herzkranzgefäße zusammengedrückt und das könnte schon auch mal ein bisschen Rhythmusstörungen machen. Deswegen langzeitiger G und er kann sich dann darunter belasten oder wir können auch ein belastungssicher G bei uns in der Klinik machen. Da sollte man das sehen, wie das aussieht. Anonyme Frage, in welchem Zusammenhang stehen Vorhofflimmern, Rhythmusstörungen, Extrastolen und Herzschwäche? Verursacht Vorhofflimmern eine Herzschwäche und damit eine körperliche Leistungseinschränkung? Welche Rolle spielt dabei eben das Alter? Gut, also Vorhofflimmern bedingt eine Leistungseinschränkung. Durch die fehlende Füllung, normalerweise füllt der Vorhof die Kammer und das geht immer so im Wechselspiel. Die fehlende Füllung der Hauptkammer durch den Vorhof bedingt, dass 25% weniger Herzleistung erfolgt. Und das ist natürlich schon merkbar. Wenn außerdem das Herz zu lange sehr hochfrequent schlägt, also einfach dieses unregelmäßigen Puls, dann ist wie bei jedem Automotor, wenn Sie einen Automotor immer mit höchsten Touren fahren, wird der Motor nicht lange halten. Beim Herz ist es ähnlich, das Herz wird erschlaffen, das Herz wird in seiner Funktion abnehmen und schließlich zu einer Herzschwäche führen. Das ist so. Das Alter spielt hier auch eine gewisse Rolle, vor allem wenn das Vorhofflimmern lange besteht. Mit Alter haben wir zunehmende Herzschwäche. Und es ist nicht bloß immer die Herzschwäche, dass sich das Herz nicht mehr zusammenzieht. Es gibt auch die Herzschwäche, dass sich das Herz nicht richtig füllen kann. Wenn nicht genügend Blut drin ist im Herzen, dann ist es eben auch so, dass nicht viel Blut ausgeworfen werden kann. Und das führt auch zu Herzschwäche, zur Stauung des Blutes vorm Herzen. Wir sind mitten im Dialog Gesundheit. Das Thema heute Vorhofflimmern, Turbulenzen im Herz. Sind noch ein paar Fragen da, aber Sie können auch weiterhin Ihre Fragen zu uns ins Studio schicken. Einfach die Kommentarfunktion unter Ihrem Videofenster nutzen. Nächste Frage wieder von Anonym und es sind auch mehrere Fragen. Erstens, wie erkenne ich als Laie, dass es sich bei der Störung am Herzen um Vorhofflimmern handelt? Tja, da bin ich vorher schon drauf eingegangen, das ist gar nicht so einfach. Was typisch ist, dass das Herz relativ schnell schlägt, was aber auch normal schnell sein kann, und das unregelmäßig kommt. Ich sage immer den Leuten, wenn sie eben so Herzrasen verspüren, kommt es so tak, 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 wie so ein Maschinengewehr, oder kommt es tak, 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 kommt es unregelmäßig. Wenn es unregelmäßig ist, häufig Vorhofflimmern, kann, muss aber nicht unbedingt sein. Es gibt auch gehäuft Extraschläge. Extraschläge, wenn die sehr schnell hintereinander kommen, ist das Herz noch nicht gefüllt und deswegen gibt es keine Pulswelle. Und das merkt dann der Patient sozusagen als Pause, als Herz stolpern. Ja, also wenn Sie sowas haben, EKG machen, langzeitiger G oder auch, wie gesagt, die Wearables sind gar nicht schlecht. Also da kann man auch sowas schon dokumentieren und festhalten. Daher ahnen Sie schon die zweite Frage von diesem anonymen Zuschauer oder der Zuschauerin. Wie schätzen Sie die Zuverlässigkeit von Wearables ein, die Anzeichen von Vorhofflimmern anzeigen, obwohl ich davon nichts merke? Meistens nachts, manchmal auch tagsüber. Also, es sind nicht alle natürlich über den Kamm zu scheren. Es gibt von einer großen amerikanischen Firma mit diesem Apfel drauf. Da habe ich mal einen Vortrag gehört von einem leitenden Mitarbeiter, der den Bereich Medizintechnik verantwortet bei Apple. Und der sagte, ist jetzt her vielleicht 2 Jahre, es wird eine Zeit geben, wo man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass Apple mal nicht der führende Hersteller von Medizintechnik war. Also so ist Apple aufgestellt und es sind denen ihre Absichten und ihre Ambitionen. Und Apple, wie wir ja wissen, hat sehr viel Geld angehäuft, weil wir ja auch die Handys alle kaufen oder viele die kaufen. Und die sind ja auch nicht ganz billig und deswegen, die haben auch das Geld und die investieren da unheimlich viel Geld. Also sind schon gut. Es gibt aber auch andere gute Geräte, selbstverständlich. Es sind aber nicht alle wirklich gut. Es kommt da auch drauf an, aber es gibt durchaus gute Geräte, die durchaus zuverlässig sind. Jetzt wollen wir hier keine Markenbewerbung machen, nee. Aber er schreibt in seiner dritten Frage, er trägt wohl eine Uhr, eine Smartwatch von Withings ScanWatch und fragt dazu, welches gesundheitliches Risiko habe ich, wenn diese Uhr, diese Smartwatch Anzeichen von Vorhofflimmern einige Male im Monat anzeigt, welche jedoch in einigen Langzeit-EKGs nicht bestätigt werden. Ist Vorhofflimmern erst behandlungswürdig, wenn es von einem Arzt nachweislich bestätigt wird? Wie gehe ich damit um? Also das ist wieder die Geschichte.
Geschichte mit Langzeit-EKG. Wenn Sie ein Langzeit-EKG machen, ist es zwar 24 Stunden, aber trotzdem ist nur ein Tag von 365 Tagen. Wenn es häufiger auftritt, müssen Sie ja gucken, ob Sie nicht ein 7-Tage-EKG machen. Wenn wir Leute haben, die zum Beispiel sonst mal so eine Durchblutungsstörung im Kopf hatten, eine TIA, wie man das nennt, transiente ischämische Attacke, oder auch einen kleinen Schlaganfall, dann ist es durchaus so, dass wir denen auch Eventrekorder einbauen. Ich bin vorher kurz darauf eingegangen, sind so kleine Dinger, die sind so Streichholz groß, kommen unter die Haut, 3 Jahre zeichnen die jeden Herzschlag auf. Das wäre auch eine Möglichkeit, wenn man das wirklich häufig hat, wenn man schon einen Schlaganfall hatte. Wenn man keinen hatte, würde ich einfach dafür plädieren. Es gibt so Langzeitrekorder, also 7 Tage, und das mal gucken, ob das wirklich auftritt, ob man da was erfassen kann. Achim hatte 4-mal Vorhochflimmern, 2011, 19, 2020 und 2021. Ich versuche das jetzt mal richtig hier in den Zusammenhang zu bringen. Sinus 2011, 2021 mit Propafenon, 2020 mit Elektrokardioversion, 2019 spontan im Krankenhaus, 2021 Chirokatheterablation. Jetzt seine Frage. Hin und wieder, also selten kurzes Auftreten von Vorhofflimmern, zumindest ein subjektives Empfinden, aber nur für einige Sekunden. Wird das wieder zunehmen oder kann es sein, dass es lebenslang so bleibt? Also, wenn ich Prophet wäre, würde ich im Fernsehen auftreten. Ich bin aber kein Prophet. Aber die Wahrscheinlichkeit sagt schon, dass es wahrscheinlich zunehmen kann. Was wichtig ist, dass der Patient eben gesund lebt, ausreichend Sport macht, Gewicht in den Griff hält, wenig Alkohol, Medikamente regelmäßig einnimmt, dann kann man hoffen, dass das stabil ist und nicht zunimmt. Aber wenn man realistisch ist, wird dieser Zustand zunehmen, vor allem wenn man älter wird. So, es kommen weiter Fragen ein, unter anderem von Stefan. Ich habe am 3. November 3 Stents bekommen und jetzt immer noch bei kurzer Belastung Atemnot. Ist das normal nach 10 Tagen? Das kann durchaus sein. Also man musste gucken, wie weit das Herz schon geschädigt war. Wir haben ja die Stents sicherlich, ich weiß nicht, ob sie bei uns eingesetzt wurden, die wurden eingesetzt, weil das Herz eben schon geschädigt war oder Durchblutungsstörung hatte. Und man müsste jetzt gucken, also in der Regel sollten solche Stents, vor allem wenn es 10 Tage her ist, die sollten zu 95%, 98% in Ordnung sein. Aber man sollte sicherlich einen Ultraschall machen, wenn es längere Zeit anhält. Man kann es noch ein bisschen abwarten, ob noch andere Gefäße betroffen sind, ob das eine Eingefäßerkrankung war oder eine Zweigefäßerkrankung oder Dreigefäßerkrankung, ob der Herzmuskel vorher schon geschädigt war. Und wie gesagt, es gibt auch geschädigte Herzen durch Bluthochdruck, dass der Herzmuskel zu dick ist, der kann sich gar nicht richtig füllen. Das kann auch Luftnot machen. Und was man natürlich bei Luftnot auch nicht vergessen darf, es gibt eben schon Leute, die haben auch Läuse und Flöhe sozusagen, dass nicht bloß das Herz betroffen ist, sondern auch die Lunge auch betroffen ist. Also da würde ich sicherlich dazu raten, nochmal, kann man ambulant machen oder sonst auch stationär, nochmal zu sehen, ob das alles in Ordnung ist, ob es andere Ursachen gibt. Normalerweise sollte es sich nach einem Kathetereingriff schon bessern, aber es ist eben die Frage, ob man damit schon alle Ursachen behoben hat. Kurt schreibt, schon 2018 wurde an der Uni Heidelberg festgestellt, dass Patienten mit Vorhofflimmern mehr Task-1-Kaliumkanäle haben. Wenn nur dieser Kanal blockiert wird im Tierversuch, ist das Vorhofflimmern in 2 Minuten vorbei mit einer oralen Medikamentengabe. Was ist daraus geworden? Immerhin wurde die Forschungsarbeit von der Deutschen Herzstiftung unterstützt. Können Sie da was sagen? Die Deutsche Herzstiftung unterstützt viele Forschungsvorhaben. Bis jetzt ist aber nichts marktreif, was man da machen könnte. Es gibt viele Forschungsvorhaben. Ich habe selbst in meiner Zeit an der Charité in Berlin zum Beispiel über Gentransfer gearbeitet. Ist auch nicht wirklich auf Dauer sich etabliert. Ja, also es gibt eigentlich kein Medikament, was Kardioversion auf die Schnelle wieder behebt. Bis jetzt leider nicht. Das ist ein Medikament, das wir uns wirklich wünschen würden. Nächste Frage von Carla. Ich habe öfters die Situation, dass mein Herz stolpert. Das merke ich vor allem, wenn ich ruhig sitze oder abends im Bett liege. Es stolpert dann 1-2 Mal und danach ist wieder alles okay. Ist das etwas, was ich einem Arzt mal zeigen muss? Also Herzstolpern ist relativ häufig. Herzstolpern, jeder Mensch hat in etwa 20 Extraschläge am Tag. Diese Extraschläge, die machen, dass das Herz eben sich nicht füllen kann, wenn die schnell hintereinander kommen. Und deswegen spürt man das als Herzstolpern oder als kleine Pause. Das ist im Allgemeinen
problemlos. Wenn man dabei aber Schwindel verspürt, dann sollte man es sicherlich abklären. Man würde da ein Langzeit-EKG machen. Ob wenn es viele Extraschläge sind, also Tausende. Man hat ungefähr grob gerechnet am Tag ungefähr 100.000 Herzschläge. Und wenn das mehr als 20% sind, also zum Beispiel mehr oder mehr als 10%, 10 bis 20.000, dann kann man die in vielen Fällen auch abladieren. Also wir abladieren nicht bloß im Vorhof, sondern auch in der Herzkammer. Man geht zu dem Punkt hin, wo diese Extraschläge herkommen, gibt dort eben einen kleinen Impuls ab, kann dann sehen, ob diese Schläge, die man da auslöst, so aussehen wie die Extraschläge und kann dann den Katheter erwärmen und diesen Bereich veröden. Dann sind die Rhythmusstörungen auch häufig weg. Das ist ein Eingriff, den wir auch häufig machen. Aber natürlich nur, wenn es viele sind. Okay. Anonyme Frage, kann es nach einer Bypass-Operation nach einer gewissen Zeit zum Vorhofflimmern kommen? Gut, ein Herz, was eine Bypass-Operation braucht, ist natürlich ein geschädigtes Herz. Und wir haben schon gesehen, ein Herz, was eben Herzschwäche aufweist oder auch koronare Herzerkrankung, neigt mehr dazu. Auch postoperativ nach Bypass-Operation sehen wir relativ häufig Vorhofflimmern. Das kann man häufig wieder kadivertieren, also wieder in regelmäßigen Rhythmus bringen. Aber es ist nicht ungewöhnlich, dass ein vorgeschädigtes Herz auch zu Vorhofflimmern neigt. Leider nicht ungewöhnlich. Sie haben es schon gesagt, es ist eine Volkskrankheit und das macht sich auch bei unseren Fragen bemerkbar. Ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Zeit, es sind noch einige Fragen da. Ja. Unter anderem wieder von einer anonymen Zuschauerin oder einem anonymen Zuschauer. Ein Arzt hat den Verdacht, dass die Mitralklappe undicht ist. Er sagte, dies müsse aber nicht immer operiert werden. Was muss ich mir darunter vorstellen und wann muss man sowas denn doch operieren? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine Frage, die wir auch häufig haben. Gut, also es kommt darauf an, wie undicht die Klappe wirklich ist. Wenn die Klappe völlig undicht ist, dann muss man was machen, denn das ist sonst wirklich ein großes Problem. Das Blut, das wird in den Vorhof zurückgedrückt, vor dem linken Vorhof ist aber die Lunge und die Lunge wird gestaut und die Lunge kann es auf Dauer nicht ertragen. Deswegen muss man gucken, bei einer hochgradigen Verengung muss man gucken, was man macht. Man muss den Schaden oder die Klappe wieder abdichten. Wenn es ein sehr junger Mensch ist, dann würde man dazu auch raten, dass man das operiert. Man kann das machen als sogenannte Mitralklappenrekonstruktion. Da gibt es also wirkliche Spezialisten, dass man die auch wieder sozusagen wieder herrichtet, wie also eine normale Klappe, wie die früher mal war. Eine Mitralklappenrekonstruktion. Wenn es nicht geht, weil die furchtbar verkalkt ist oder stark geschädigt ist, dann kann man auch hergehen und die Klappe ersetzen. Gut, das ist ein Eingriff und wenn die Leute dann etwas älter werden, sagen wir 65 Jahre, 70 Jahre, dann ist diese Eingriffe, natürlich die Klappeneingriffe, schon deutlich mit Risiko verbunden. Was wir deswegen dann machen, wenn die Klappe undicht ist, wir setzen da so einen kleinen Clip drauf auf die zwei Klappensegel. Das ist das sogenannte Mitra-Clipping, was wir machen. Wir machen das hier auch bei uns in der Klinik. Wir haben deswegen extra diesen Hybrid-OP. Wir haben da auch einen Oberarzt bei uns, der das macht, der Dr. Röschel. Der kann das auch wirklich sehr gut. Hat es auch in der anderen Klinik schon häufig geübt und auch schon gemacht. Bei uns ja auch. Wir machen das eigentlich laufend. Wir machen das schon. Und die Ergebnisse sind auch recht gut. Ja, gut, es ist nicht wie neu. Das sind schwerstkranke Patienten, die man nicht mehr operieren kann. Aber wir können die Symptome häufig schon deutlich verbessern. Mhm. Elvira fragt, ab wann empfehlen Sie eine Ablation? Ja, das ist auch eine richtige, berechtigte Frage. Es gab hier auch schon Studien, wo wir auch selbst teilgenommen haben. Ich habe es am Anfang da schon erwähnt, die IST-Studie, die schon sagt, man sollte frühzeitig an Ablation denken. Wenn es den Patienten eben einschränkt in seiner Belastbarkeit, einschränkt in seiner Lebensführung, dann würde ich auf jeden Fall zur Ablation raten. Es bringt nichts, wenn man zu lange wartet, denn dann ist eben die Erfolgsaussichten deutlich geringer. Wenn Sie schon 2 Jahre lang durchgehendes Vorhofflimmern haben, sind die Erfolgsraten auf unter 50% gesunken, auf 30-40%. Wenn Sie aber dazwischen drin sich selbst noch reguliert, haben Sie Erfolgsaussichten von 70-80%. Wenn Sie gut eingestellt sind mit Medikamenten und es tritt nicht mehr auf, dann muss man es nicht wirklich machen. Aber wenn Sie trotzdem noch trotz Medikamenten oder die Medikamente nicht gut vertragen, dann wirklich nicht zu lange warten. Die Eingriffe kann man mit sehr niedrigem Risiko machen. Wir machen die, wie gesagt, täglich 1 bis 2. Gut, wir sind auch gerade dabei, die Kapazität noch weiter aufzubauen, weil wir leider noch ein bisschen Wartezeit haben von 6 bis 8 Wochen. Gut, aber das ist alles machbar. Mhm.
Ablation, auch Thema der nächsten Frage. Bei dieser Frage geht es darum, es wurde vor circa 5 Jahren im Klinikum Leverkusen das Vorhofflimmern festgestellt. Mhm. Seitdem nehme ich Xarelto einmal am Tag und Flecainid, danke, zweimal am Tag ein. Ja. Ich bin 71 Jahre, männlich, seit 4 bis 5 Jahren unregelmäßige circa 3 bis 4 Mal im Jahr Vorhofflimmern an einem Tag oder mehrere Stunden, sollte ich eine Ablation machen lassen? Ist ein bisschen Geschmackssache. Wenn der Patient sagt, das stört mich jetzt nicht groß, dann kann man es auch lassen. Man sollte einen Ultraschall machen. Wenn die Herzfunktion eingeschränkt ist oder beginnt sich einzuschränken, dann sollte man eine Ablation machen. Da gab es die Castle-Studie, die wirklich gezeigt hat, wenn das Herz eben das nicht gut verträgt und deswegen mit der Funktion eingeschränkt ist, dann soll man die Ablation machen, weil sonst einfach die Lebenserwartung eingeschränkt ist. Das muss man einfach gucken. Also einen Ultraschall machen, dann kann man das entscheiden. Wenn es nur relativ selten auftritt, der Patient nicht davon gestört ist, die Herzfunktion ist ungestört, dann kann man es auch so überlassen und weiter so machen. Henry möchte gerne wissen, bei mir wurde bereits eine Kardioablation durchgeführt. Mhm. Ich würde interessieren, nach welchem Kriterium entschieden wird, ob mit Kälte oder mit Hitze verödet wird. Also man kann die erste Ablation kann man mit Kälte machen. Das kann man machen, das geht deutlich schneller. Für die Klinik auch günstiger, weil es schneller geht. Ansonsten also mit Wärme, mit Radiofrequenzablation ist halt die etwas genauere Methode. Und das kann man so, das ist eigentlich relativ Geschmackssache. Mhm. Eckhardt schreibt, männlich, 58, 89 Kilogramm, seit 2015 3 bis 5 Mal Vorhofflimmern für maximal 1,5 Tage. Mhm. Durch Höherdosierung der Beta-Blocker springt der Rhythmus dann wieder zurück. Mhm. Bisher nehme ich eine Woche Gerinnungshemmer, dann nicht mehr. Er ist kein Raucher, hat keinen Bluthochdruck, keinen Herzfehler und fragt, ist eine Ablation angeraten oder ist zurzeit die Dauerbehandlung mit Beta-Blockern noch ausreichend? Also, was ich sagen würde, die Blutverdünnung nach einem innerhalb der ersten 3 Wochen sowas ist das Risiko besonders groß, dass Schlaganfälle auftreten bei Vorhofflimmern. Also da würde ich es auch raten, also wenn der CHA2DS2-Score, das sind eben diese Risikofaktoren, nicht hoch sind, 3 bis 4 Wochen wenigstens einnehmen die Blutverdünnung. Wenn es den Patienten nicht groß stört, kann man das so lassen. Ich würde einfach den Beta-Blocker gucken, ob man den höher dosieren kann. Eine Limitation wäre, wenn der Herzschlag dann zu langsam wird. Aber sonst kann man den Beta-Blocker geben und das ist jetzt kein Problem. Wie gesagt, man sollte mal einen Ultraschall machen, dass die Herzfunktion nicht eingeschränkt ist. Wenn die Herzfunktion in Ordnung ist, kann man das schon so lassen, wenn es den Patienten nicht stört. Mhm. Hermann schreibt, ich nehme nach einer tiefen Beinvenenthrombose derzeit Blutverdünner, Xarelto 10 Milligramm. Ja. Ist das grundsätzlich eher gut oder eher schlecht für die Herzfunktion? Mein Arzt hat mir gesagt, dass ich die Blutverdünner wohl bis zum Lebensende nehmen muss. Mhm. Ist das nicht auch sehr risikobehaftet? Also fürs Herz ist die Therapie mit blutgerinnungshemmenden Medikamenten nicht irgendwie schädlich. Man muss gucken, ob eventuell er nimmt es ja ein, offensichtlich, weil er mal eine tiefe Beinvenenthrombose hat, eine Lungenarterienembolie. Eine Lungenarterienembolie ist, dass Blutgerinnsel sich von den Beinen, wo die in den Venen sich gebildet haben, zum Herzen schwimmen und dort die Strombahn in der Lunge verlegen. Das führt zu einer Belastung des rechten Herzens. In sehr vielen Fällen lösen sich diese Gerinnsel wieder auf, aber nicht in allen. Es gibt deswegen in einigen Fällen ein sogenanntes Cor pulmonale, also eine durch die Lunge bedingte Herzschwäche. Und das, wenn er das hat, dann könnte es natürlich sein, dass er da ein Problem hat, aber in den meisten Fällen nicht. Die 10 Milligramm, die sind eben die halbe Dosis, was man gibt beim Vorhofflimmern, ist sonst kein Problem. Das Risiko unter 10 Milligramm ist sehr gering. Unter 20 Milligramm, was die volle Dosis ist, ist das Risiko größer. Wie gesagt, das Risiko ist 0,3%, dass man eine schwere Blut bekommt, in der Regel eine Gehirnblutung. Bei 10 Milligramm deutlich geringer. Und das ist eben wirklich eigentlich 10 Milligramm kein Problem. Okay. Peter hatte vor kurzem eine Herzmuskelentzündung. Der Verdacht liegt hier auf einem Zusammenhang mit dem Corona-Impfstoff. Da wären wir wieder bei dem Thema, da dies kurz nach der Impfung auftrat. Mhm. Jetzt habe ich gehört, dass auch Herzklappeninfektionen zu den Nebenwirkungen gehören können und auch schon aufgetreten sind. Wie gefährlich sind diese, beziehungsweise was sind die Anzeichen dafür? Also das ist eben wirklich die Frage, was ist Henne, was ist Ei? Gut, oder was ist reiner Zufall?
Ich meine, wenn Sie halt Millionen Leute impfen, was wir gemacht haben, dann ist einfach auch in einem gewissen Teil ist dabei, Sie haben jedes Jahr Herzmuskelentzündungen in Deutschland. Sie haben auch Infektionen von Herzklappen. Dann ist es einfach auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Sie eben, wenn Sie Tausende von Leuten impfen, dass da auch jemand dabei ist, der nach einem Tag, nach fünf Tagen, nach zehn Tagen auch mal eine Herzmuskelentzündung hat oder auch eine Klappenentzündung. Klappenentzündungen sind ja häufig durch Bakterien bedingt, was da typische Symptome wären, dass man Fieber hat, Abgeschlagenheit und auch Luftnot. Gut, es gibt da mehrere Studien, die laufen mit den Impfnebenwirkungen. Ich kann es nicht hundertprozentig ausschließen, dass es nicht Impfnebenwirkungen gibt. Jede Impfung hat auch eine Nebenwirkung, kann die haben, das ist so. Es ist immer eine Abschätzung von Nutzen und Risiko. Der Nutzen ist, so wie man es jetzt sieht, oder wie ich es auch selbst sehen würde, deutlich größer von der Impfung, wenngleich ein gewisses Risiko der Impfung nicht komplett ausgeschlossen werden kann. Das ist leider so. Sie helfen mir bitte wieder mit den Medikamentennamen jetzt gleich. Aber ja. Nächste Frage, wie lange ist es notwendig, empfehlenswert, das Amiodarone einzunehmen? Mhm. Nach meinem letzten dritten Stent Anfang März 2022. Mhm. Meinen ersten Stent habe ich Anfang November 2021 und den zweiten Anfang Januar 2022 erhalten. Mhm. Außerdem habe ich Vorhofflimmern. Mhm. Regelmäßig nehme ich Lixiana, 60 mhm. Milligramm. Mhm. Das Amiodarone machte bei mir viele Nebenwirkungen. Mhm. Unterfunktion der Schilddrüse, Haarausfall und Nägel. Ja. Gut, die Frage fehlt jetzt hier so ein bisschen, aber vielleicht können Sie da trotzdem ein bisschen was zu sagen. Also Amiodarone ist primär, hat es mit dem Stent nicht wirklich viel zu tun. Das Amiodarone hat mehr mit dem Vorhofflimmern zu tun. Wenn das Vorhofflimmern trotz Amiodarone noch auftritt, dann sollte man sich überlegen, ob man nicht eine Ablation machen würde. Denn das wäre die konsequente nächste Stufe, dass man das, die Verödung macht, um damit das Vorhofflimmern ein für alle Mal zu beseitigen. Amiodarone hat viele Nebenwirkungen, das ist bekannt, es hat viel Jod. Die Leute kriegen eine Photosensibilität, also die kriegen leichter einen Sonnenbrand, kann sich in den Augen einlagern, was allerdings zum Glück reversibel ist. Es kann sich aber auch in der Lunge einlagern und es macht eine Überfunktion der Schilddrüse. Das Medikament hat schon deftige Nebenwirkungen, allerdings auch das wirksamste Rhythmusmedikament, was wir haben. Also wie gesagt, auf Dauer Amiodarone, vor allem wenn es ein jüngerer Mensch ist, ist nicht gut, das hat wirklich gravierende Nebenwirkungen und da würde ich sehr dafür plädieren, lassen Sie sich eine Ablation machen, ja, in einem Zentrum, was Erfahrung hat und dann sollte das deutlich besser sein. Genau, die Frage war, wie lange es sinnvoll ist, das einzunehmen, haben Sie damit beantwortet und ein Zentrum wäre ja zum Beispiel das Klinikum Leverkusen. Ich glaube, wir machen es genauso gut wie alle anderen mindestens auch. Ja. Ja. Eine Frage haben wir noch, anonyme Frage von einer Frau. Ich habe unregelmäßig einen Puls von bis zu 160 Schlägen die Minute bei normalem Blutdruck. Habe gelernt, mit dem Zustand umzugehen und bleibe deshalb auch ruhig. Mhm. Ich hatte auch bereits eine entsprechende Untersuchung, aber man sagte mir im Krankenhaus, man könne keinen Eingriff machen, weil die Leitung an einer schlecht zugänglichen Stelle liegen würde. Ich habe aber gelesen, dass das Herz geschädigt wird. Was könnte ich noch machen? Sollte ich mich einer Untersuchung in Ihrer Klinik unterziehen? Also, ich weiß nicht genau, was die Dame hat. Es gibt eben zu meinen Vorhofflimmern, es gibt aber auch andere Rhythmusstörungen. Es gibt so anfallsartiges Herzjagen. Das sind zusätzliche Bahnen im Herzen, die man gut abladieren, veröden kann. Das sind die Erfolgsraten 95%, je nachdem, wo die Bahn liegt. Also, was für uns wichtig wäre, dass man sieht in einem Anfalls-EKG, wie die Rhythmusstörung aussieht. Und ja, also wir können schon also wirklich alle Rhythmusstörungen behandeln. Und es wäre schon sinnvoll, dass sich sonst, aber es ist wichtig, wäre die Rhythmusstörung aufzuzeichnen, sich ansonsten bei uns vorstellen. Wir können da gerne beraten, was man machen kann, welches Risiko dabei ist und was die Erfolgsaussichten sind. Professor Dr. Peter Schwimbeck, vielen Dank für Ihren Besuch heute hier beim Dialog Gesundheit. Wir sind durch mit den Fragen und mit unserem Thema, dem Vorhofflimmern, Turbulenzen im Herz. Ja. Das war unser Thema heute und die ganze Sendung finden Sie auch im YouTube-Kanal und auf der Internetseite des Klinikums. Da sind auch alle bisherigen Ausgaben des Dialogs Gesundheit zu finden.
Und nächste Woche gibt es dann schon den nächsten Dialog Gesundheit. Privatdozentin Dr. Ines Bayer kommt dann hier zu uns ins Studio. Sie ist die Direktorin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Und das Thema dann Gebärmutterkrebs. Symptome, Diagnose und Behandlung. Würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind oder aber wenn Sie uns weiterempfehlen an jemanden, für den dieses Thema interessant sein könnte. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.